Abend, meine kleinen Freunde, da bin ich wieder mit einer Geschichte. Und heute will ich euch etwas von einem Roller erzählen. Ja, und natürlich auch etwas von einem kleinen Jungen, der Andreas heißt. Denn ein Roller allein kann ja keine Geschichten machen, nicht wahr? Aber meine Jungen, ihren Rollern dumme Geschichten. Ob die kleinen Mädchen auch so dumme Geschichten machen, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Also, passt mal auf. Da ist Andreas. Ihr seht schon, er ist ein munteres und lebendiges Bürschlein, nicht wahr? Aber manchmal ist er zu munter, ja, ein bisschen übermütig sogar. Besonders, wenn er wie der Blitz mit seinem Roller durch die Gegend fährt. So. Ja, und nun kam es, wie es heute kommen musste. Andreas fuhr wie ein Wilder durch den Park. Am Himmel brummte ein Flugzeug. Andreas blinzelte zum Flugzeug hinauf und dachte, ah, so schnell müsste man fahren können, so schnell wie ein Flugzeug fliegt. Aber auch das Unglück kann sehr schnell sein. Plötzlich gab es einen Bums und Andreas fuhr an einen Baum. Natürlich zerbrach gleich das Vorderrad. Andreas stieß mit dem Knie an einen Ast. Der Ast zerriss ihm die Hose. Und weil ein Baum nicht nur einen Ast hat, stieß sich Andreas noch eine große Beule. Ich brachte den weinenden Andreas nach Hause und das Ende der Geschichte ist schnell erzählt. Dabei hilft uns mein Zauberbleistift. Passt auf. Na? Und hier? Und dort. Und nur noch dreimal pusten wie immer. Puste tüchtig mit. Eins. Zwei. Und noch mehr. Drei. Da seht ihr's. Andreas liegt im Bett und hat einen Kopfverband. Mutti muss die Hose flicken, damit sie Andreas wieder anziehen kann. Und Vati kann heute Abend nicht fernsehen, weil er das Rad reparieren muss. Tja, war das alles nötig? Nein, nicht wahr? Hätte doch Andreas seine Augen offen gehalten. Tja, so kommt's dann. Und wir gehen jetzt schlafen und da schließen wir die Augen. Aber morgen früh machen wir sie wieder ganz weit auf, damit uns nichts passiert. Ja? Nun geht mal schnell ins Bett, schlaft gut, aber geht vorsichtig ins Bett, sonst stoßt ihr euch auch noch eine Beule. Gute Nacht, sagt euch euer Thaddäus. Thank you.
wünsche euch gute Hände.